como Tarzán. Me encaramo arriba de ti, te como como un flan. Ay, 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 ay. Baila, amigo Goda. Brinca como Tarzán. Me encaramo arriba de ti, te como como un flan. Brinca como Tarzán. Me encaramo arriba de ti, te como como un flan. La bola se. Brinca como Tarzán. Me encaramo arriba de ti, te como como un flan. Brinca como Tarzán. Me encaramo arriba de ti, te como como un flan. Hey, Elik? Ja? Ich wollte fragen, ob ich die Live-Preview jetzt machen kann. Weil ich um 9:45 Uhr. Ja, Sie wären bereit, ja? Ja. Ja, können wir gerne machen, Ibrahim. Okay. Also ich habe mal meine Teilung zurückgenommen. Das heißt, Sie können den Bildschirm teilen. Dann sollte das gehen. Ich muss nochmal GoToMeeting neu starten, damit ich meinen Bildschirm teilen kann. Ja, warten Sie mal. Ich lasse mal Mikro an, bleib online. Sehen. Ich habe den Eindruck, da ist was Neues implementiert bei GoToMeeting. Ich habe heute in der Früh Viertelstunde Problem gehabt, Kamera zu aktivieren. Immer wieder abgelehnt. Habe gesehen, es werden jetzt virtuelle Hintergründe unterstützt und die scheinen aber ein bisschen Probleme zu machen. Gestern. Cool. Sieht man meinen Bildschirm? Ja. Ja. Ja, ich glaube, ich kann das hier noch größer machen. Das machen wir mal Vollbild. So, jetzt wird es sogar lesbar. Ja. Okay. Aber es ist zu. Ja, es müsste wieder rausgehen. Ich sehe jetzt ja nicht von dem, was er zeigen nicht. Sieht man es nicht? Sieht man es nicht? Doch, doch, alles okay. Achso. Es wird, ja. Okay, dann würde ich anfangen. Okay. Und zwar werde ich diese Live-Preview mit dieser Mindmap machen, als Vorstellung. Mhm. Ja, okay. Wir haben ja für die Aufübung 6 ein Mindmap gemacht und mussten auch noch für unseren geplanten E-Shop so einen Baum erstellen. Mhm. Und haben hier als bei Ebene 1 die Überblick über die Produktgruppen, welche bei mir hier stehen. Aber ich werde jetzt auch die meine Seite starten. Nicht das da. So. So sieht die Homepage aus von meiner Seite. Und zwar sieht man hier einen Header, wo steht Super Deal Free Shipping on Orders Over $50. Mhm. Genauso gibt es hier ein Menü mit dem Language-Auswahl. Mhm. Die Buttons, die kann man drücken, jedoch habe ich noch keinen Redux aktiviert. Das heißt, wenn man hier was drückt, dann passiert noch nichts. Die Seiten sind aber trotzdem, also die sind schon vorprogrammiert, also vom Frontend. Ja.
Nur dass die Buttons noch nicht auf Redox zugreifen können, weil bei der Datenbank, die ich erstellt habe mit MongoDB, habe ich die Seite mit dem Ganzen verbunden. Jedoch muss ich, also die, einen Moment, ich zeige es Ihnen. Bei den Postprozessen klappt alles mit dem Registrieren und Login. Genauso beim Update, nur beim GetUser fehlt irgendwie das Admin-Zugriff mit einem Token. Das erkennt den Token nicht und da arbeite ich gerade dran. Deswegen muss die Datenbank erst laufen, damit ich die Zahlungsmethoden reinmachen kann. Und danach kommt das Redux. Also die Seite ist fast fertig, da fehlt nur noch so, sage ich jetzt mal, 5 Stunden Arbeit. Nach dem ganzen Fix, aber ja, ich zeige Ihnen heute das Frontend-Teil und die Datenbank-Anbindung. Und ja, mit der Mindmap halt. Also, wie gesagt, hier ist. Ibrahim, ganz kurz, bevor Sie, ja. Sie sind jetzt schon mitten im Detail. Ich sag mal, man kann die zentrale Idee Ihrer Website nicht so ohne erkennen, weil ja der Name des Shops, der GSD Wins, enthält ein Kürzel, kann man nicht intuitiv übersetzen. Vielleicht geben Sie uns da mal zuerst einen Hintergrund. Also ich sag mal so top-down oder von outside in, damit wir das ein bisschen besser einordnen können. Die GS Twins sind zwei Influencer, die Zwillinge sind. Ah, und Twins, also nicht GSD ja, Wins, sondern genau. GS Twins. Okay, ja, genau. Also genau, ich hatte die Idee, das Modul eigentlich mit später zu verbinden, weil ich finde das eine super Idee, super Möglichkeit, dass man hier einen E-Shop zusammenbauen kann und die Zeit da reinstecken kann. Und will auch später mit diesem Shop ein echtes Shop machen. Deshalb setze ich gerade auch auf bei der Datenbank sehr viel Wert darauf, dass es sicherheitsmäßig abläuft und deshalb klappt es noch nicht jetzt so 100%. Sonst wäre dieser Shop schon fertig eigentlich, weil es wäre jetzt nicht realitätsnah, wenn ich alles oder vieles von Datenbank bei den Encryptions skippen würde und am Ende etwas vorstellen würde, was hier jetzt so zum Zeigen klappt, aber später im Echten nicht, weil es gehackt werden kann, etc. und man auch die Datenbank zugreifen kann und das will ich jetzt auch nicht irgendwie. Und das soll am Ende halt ein echtes Shop werden. Also haben Sie jetzt ein Stück weit enträtselt, der Twins GS sind Global Stars oder was sind jetzt? Ja, die haben gerade 2 Millionen Abonnenten auf Instagram. Okay. Sind auch meine Schwestern. Okay, und, ja, ist ja auch in Ordnung, ja. Die Planung war, dass man einen Merch-Shop macht, beziehungsweise ein echtes Fashion-Shop, wo international versendet werden soll am Ende, okay, mit einem Dashboard, wo man die Verkäufe sieht. Okay. Jetzt ist es, glaube ich, etwas klarer, oder? Können Sie sich auch vorstellen? Genau, es handelt sich hierbei um Fashion. Okay, ja prima, danke. Also um Kleidung, Damenkleidung, ja. Genau. Und zwar haben wir hier einen Slider, was ich eingefügt habe, mit Autumn Sales, Winter Sales und New Arrivals. Genauso die Knöpfe mit Shop Now, bei dem man auf die Seiten kommt. Wenn man hier runter scrollt, sieht man halt mehr Visual Sachen, wie zum Beispiel hier diese 3 Boxen, wo man Shirt Style, Jeansler und Light Jackets hat, welche man auch drücken kann später und auf die Kategorien jeweils kommen wird. Und hier haben wir die
Popular Products, also die bestverkauften, ja, dargestellt. Bei denen kann man natürlich auch später einen Warenkorb hinzufügen, detailliert angucken oder in Favoriten reinmachen. Das funktioniert dann bei den anderen auch genauso. Und man hat hier einen Newsletter, wo man die E-Mail-Adresse einfügt und danach registriert wird und wahrscheinlich dann am Ende 10% Rabatt bekommen wird oder auch zukünftige Mails und Updates. Ganz unten haben wir hier noch den Footer, sage ich jetzt mal. Einfach useful links, wie zum Beispiel später, wenn man hier wieder auf die Homepage kommen will, auf Homepage, My Account, die Wishlist, das Warenkorb, Order Tracking Number, wo man eingeben soll, und die Terms, Agreements, genauso wie die Payment Methods, wo man hier sieht, und ja, Kontaktdaten. Mhm. Genau. Das wäre die Homepage-Seite so aufgebaut. Jetzt kommen wir auf, also ich habe das hier so gemacht, dass ich die Sachen schon vordesignt habe, wie dieses Announcement da oben, diesen Header. Mhm. Genauso wie diese Kategorien, die Items, den Footer, den Header, die Home-Seite, beziehungsweise diesen Slider, den Newsletter, den Product und Product und Slider. Und dann habe ich einfach Pages erstellt, wie zum Beispiel Warenkorb, Login, Produkt, Produktliste und Registrieren, wo man einfach nur noch die Pages laden muss, damit es auf die schon die Components implementiert haben im Code. Also kann ich zum Beispiel jetzt hier bei der App.js hier Home auskommentieren und die Produktliste aktivieren und kurz speichern, dann ändert sich die Seite. Genau, und so wird dann die Produktliste aussehen, also die jeweiligen Kategorien. Jetzt wäre es zum Beispiel die beliebtesten Produkte nochmal, wo man filtern kann in Color, in Size und in Sort Products, also welche zuerst angezeigt werden sollen. News oder Price, Scanning und Discanding. Man hat wieder diesen Effekt. Moment, die drei mal. Ja. Es ist zu nah, das hat zu sehr lange. Okay. Ah ja, da auf das Wort Product 2 nicht zu springen sein. Okay, also, wir haben ein bisschen Probleme mit der Dimensionierung Ihrer Seite hier. Das liegt aber an mir. Ich habe da was zu groß gezeigt, hat man anderes nicht gesehen. Okay, also Ball wieder zurück an Sie, Ibrahim. Also passt das alles? Sieht man alles? Ja, ja. Okay. Ja, genauso dieses Effekt halt bei jedem Item, wo man selektiert. Hat man hier wieder. Dann kommen wir zu den einzelnen Produkten, die dann so aussehen. Die werden halt, das Ganze wurde so gemacht, dass wir eine, wo ist das? Genau, wir haben einen JSON-Datei, wo wir die ID eintragen, das Image und das Titel und die Description und das Background Color. So kann man die ganze Zeit eigentlich die Produkte hinzufügen und ändern. Mhm. Und zwar bei diesen jeweiligen Kategorien, genauso wie bei den Produkten. Man kann jetzt einfach ID 13 machen und ein neues Image reinmachen und das wird dann hier wieder erscheinen. Genauso wird für jede Seite später, das hier ein ID hat bei Popular Products, eine eigene Produkt, so eine designt,
wo man einfach wieder Titel geben muss und eine Description, den Preis, die Colors, die es gibt und die Size, welches es geben sollte. Und man kann es später dann im Warenkorb noch hinzufügen. Okay, welches vielleicht hier an der dann, Stelle, ja. Vielleicht an der Stelle, Ibrahim, zwei Fragen, weil wir gerade die Entwicklungsumgebung gesehen haben. Ich habe da noch nicht erkennen können, was ist das denn für eine Entwicklungsumgebung? Also erinnert ein Stück weit, sage ich mal, an Eclipse. Man sieht praktisch die Navigationsleiste rechts und dann die JS-Inhalte, sorry, Navigation links, JS-Inhalte rechts. Aber was ist das für eine Entwicklungsumgebung, wenn Sie uns da kurz was dazu sagen können? Genau, das ist für Visual Studio Code, wo man eigentlich die meisten Sprachen die programmieren kann. Von Microsoft, ja. Genau. Man auf kann welchem da System nutzen Sie es, wenn ich nachfragen darf? Visual Studio Code MacBook. Wird vor allem unter Linux-Systemen verwendet. Sie nutzen es auf dem Mac, okay? Ja, genau. Aber das kann man natürlich auch auf Linux und auf Windows. Okay, genau. Prima. Besten Dank. Und also ich habe die Stelle gesehen, wo Sie praktisch die Seite beschrieben haben. Und Sie haben jetzt zuvor gerade ein Stichwort geliefert, wenn Sie nochmal auf die Seite gehen mit den Glasses, richtig. Verstehe ich Sie richtig? Dieses Lorem Ipsum, das Sie da begonnen haben, ist eigentlich die Textbeschreibung, die hier umfangreicher stehen könnte. Genau, das wäre dann für die jeweiligen Items, wie zum Beispiel jetzt diese Glasses, wo man eine Beschreibung schreiben sollte, die ich jedoch also jetzt noch nicht gemacht habe. Ja, Platzhalter mit einem Wort, aber hier kann was Komplexeres genau. im Text. Ja. Genau. Okay, prima, danke. Ich weiß nicht, ob Sie das erkannt haben, aber das Ganze ist auf React. Also React ist ein Framework bei JavaScript. Also die Hauptsprache ist hier auch React, also das Framework. Das Framework ist React, ja. Ja, jetzt komme ich auf die Registrierseite zu. Die sieht so aus. Im Hintergrund einfach einen Background-Image genommen und ist ein bisschen geblurrt. Hier muss man einfach Namen und Last Name eintragen, genauso wie Username und E-Mail, Passwort und nochmal das Passwort richtig schreiben. Und kann man hier auf Create drücken, dann wird eine erstellt. Das hat jetzt so eine Animation, weil die Datenbank schon verbunden ist eigentlich. Aber ich habe es deaktiviert, dass man jetzt Accounts registrieren kann, weil es noch nicht fertig ist. Jetzt komme ich zu Login. Dann, also genau gleich aus, nur dass man hier Username und Passwort eintragen kann und Login drücken kann. Und falls man Passwort vergessen kann, dass man Passwort resetten soll. Und hier kommt man dann mit Create New Account wieder zum Registrierbild. Jetzt kommt noch Warenkorb. Das sieht jetzt so aus. Ich habe es jetzt so designt, dass man diese trendy Glasses drin hat, das eine ID-Nummer haben, die Farbe, die man ausgewählt hat, das Size, wie viele jetzt im Warenkorb drin sind. Genauso wie dieses Kleidungsstück mit einer anderen ID. Also jedes Item wird später eine eigene ID haben, damit es im Warenkorb erscheint natürlich. Vor allem kommt diese ID drauf natürlich an, ob die Color richtig ist, ob das Size richtig ist und jede ID von dem Ganzen kriegt eine neue Nummer, so dass es direkt hier erkannt wird, dass es das Schwarze ist mit Size XS, sage ich jetzt mal. Und hier haben wir das Amount, also hier haben wir ein Item von diesem und zwei Items von diesem drin. Und am Ende wird das halt bei Order Summary so angezeigt mit Estimated Shipping. Wir wissen ja, die Orders sind, falls sie über 50 Dollar sind, dann sollen sie ja gratis Shipping beinhalten, was hier gemacht wird.
Und man kann checkouten, wo man dann zum Payment Method direkt kommen sollte, aber jetzt noch nicht geht. Genauso gibt es eine Wishlist, die 1 zu 1 gleich aussieht, also zeige ich das jetzt nicht. Ich mache jetzt hier mal Home wieder an. Ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt heftig auf den Code zugehen soll, vor allem weil es jetzt Frontend-basiert ist, ist sehr viel CSS. Und ich sag mal, man hat hier immer einen DOM-Baum, wo man hier sieht, ja, das Announcement, was wir schon imported haben von dem anderen, was ich bei Components erstellt habe, habe ich hier einfach verwendet im Container. Das heißt, es wird einfach direkt angezeigt, genauso wie der Header. Und beim Wrapper ist das Ding, das ist das Wichtige immer bei den jeweiligen Pages, was dann noch hinzugefügt wird. Also hier zum Beispiel das Titel, das Button, die Top-Texte, der Button Checkout Now, die Images, also vom Hintergrund, genauso wie Produktnamen, Produkt-ID, Produkt-Color und Produktgröße und andere Buttons. Ja, das Summary, wo Sie auf der rechten Seite gesehen haben, und hier kommt das ganze CSS. Das Ganze habe ich mit Styled Div gemacht. Also Style Components heißt das, nennt man in React. Das vereinfacht das Ganze, indem man einfach hier immer mit const top zum Beispiel styled Punkt auswählt, ob es ein Div sein sollte, ein Button sein sollte, ein H1 sein sollte, und kann dann unten drunter direkt das CSS reinschreiben, was richtig praktisch ist. Da ist es ganz übersichtlich, falls man irgendwo jetzt sagt, ja, beim Titel gefällt mir etwas nicht, dann kommt man hier hin und sucht nicht das Ganze so direkt, sondern guckt hier gerade beim Namen direkt, und danach sieht man hier Titel, ah, ich muss hier was ändern. Weil ansonsten ist es ja bei CSS, vor allem gerade bei JavaScript, so, dass es auf einmal alles, das ganze CSS kommt und man gar nicht so weiß, wohin das Ganze gehört. Und bei React ist es halt übersichtlicher gestaltet. Okay, ja, das Prinzip der Lokalität heißt sowas. Das ist da Genau. perfekt organisiert, ja. Genau, jetzt komme ich zum Backend-Teil, also das heißt die Datenbank. Ich hätte noch eine Frage zwischendrin, wenn Sie uns Ja. nochmals die Seite von den Trendy Glasses, ich glaube, es war im Warenkorb, zeigen. Sie haben es angesprochen, dass dort IDs für die Produkte vergeben werden, haben wir gesehen. Sie haben erwähnt, dass diese IDs ja eindeutig sind, also hinter dem ID genau ein Produkt, das damit identifiziert wird. Ist das ein Hinweis, dass eine Art Warenwirtschaftssystem dahinter verborgen ist, sodass man weiß, wie viele Produkte von dem ID 3213213 überhaupt existieren, ob diese zwei Stück erfüllbar sind oder bleibt es ein Rätsel, Genau, ob die auf Lager sind. nee, genau, wenn man auch die Datenbank später mit den Anzahlen erstellt, die man hat. Okay. Und Sie wissen ja, es gibt ja Sicherheitsbestand etc. und man sollte ja nicht Ja, unter genau, Sicherheitsbestand, wichtig. auch bei diesen Produkten nicht gehen. Und ein Produkt ist ja sozusagen Trendy Glasses, jedoch gibt es von diesem Produkt mehrere Farben und mehrere Größen. Also Okay, bei ja. diesen Sonnenbrillen jetzt nicht. Da gibt es immer nur One Size eigentlich. Jedoch zum Beispiel, wenn man dieses Kleid anguckt, wenn es Ja. jetzt nochmal ein Pink gibt und ein Blau gibt, dann will man ja wissen, wie viel man das Ganze in Blau hat und wie viel man das Ganze in Pink hat. Ja, richtig, genau. Und genau, damit man auf das Ganze zugreifen kann, macht man es einfach mit einer ID für eine Farbe und einen Size, damit man jetzt nicht davon ausgeht, dass man jetzt noch 100 Stück hat, aber
im Lager dann doch nur noch zwei. Ja, genau, richtig. Also Und das das wird dann wird. in der Datenbank nochmal angeguckt Okay. und danach zeigt es an, ob es nur noch drei Produkte hat und vier Produkte oder doch noch Was 100. auch immer sein, ja. Genau. Okay. Ja. So. Also jetzt komme ich nochmal. Ich will ja jetzt auch nicht auf den Code eingehen, weil das ist dann auch irgendwie langweilig. Ja, klar. Ja, ich will ja jetzt nur einfach dieses Frontend zeigen. Und die Datenbank zeige ich Ihnen jetzt. Genau. Also, die Datenbankverbindung mache ich hier mit dem index.js. Also das E-Commerce API ist ein anderes Arbeitsbereich, also ein anderes Ordner. Er hat nichts mit dem E-Shop selber zu tun. Die wird dann sozusagen später, wenn das API ganz funktioniert, zum E-Shop hinzugefügt mit dem Redux. Aber hier schon mal bauen wir die Datenbankverbindung auf. Wir gucken, ob die Datenbank-Connection successful ist und ob das Backend-Server überhaupt läuft. Das heißt, wenn zum Beispiel die IP nicht vergeben ist, was ich gestern hatte, ich mache das jetzt mal hier so. Das nicht. Genau da. Und zwar ist das ein MongoDB Cloud Server. MongoDB ist eine Datenbank, wie MySQL zum Beispiel. Genau, bei der MongoDB Cloud kann man eine Datenbank auf einer Cloud speichern. Das heißt, es ist immer online, es ist immer abrufbar. Und man kann, wie hier zum Beispiel, IP-Adressen vergeben, wo auf diese Datenbank zugreifen können. Was am Anfang, wenn man es erstellt sozusagen, die Seite bzw. das eShop, das erleichtert, dass andere nicht zugreifen können, sondern nur die Person, die es wirklich jetzt programmiert. Und hier haben wir die Current IP-Adresse, die habe ich jetzt gestern hinzugefügt. Also, weil die ändert sich ja stetig. Und wenn wir das hier run, start hier restarting due to changes, starting node index.js und danach sieht man hier Backend Server is running und man muss jetzt warten, ob die Datenbank jetzt successful connected ist. Wie man hier sieht, das ist das Ganze. Dann hat man hier, also habe ich hier Postman genommen. Das verbindet sozusagen die Datenbank, also macht es veranschaulicher, das Ganze, um auf MongoDB zuzugreifen. Genau, wir haben hier eine Register-Funktion mit, also eine Postmethode mit Localhost. Das wird später natürlich in das Ganze umgeändert. Zum Beispiel sage ich jetzt mal www.tegastvents.de oder sowas. Und so darauf zugegriffen, anstatt jetzt das Localhost. Aber das soll ja jetzt erstmal alles funktionieren, bevor man jetzt Ja, die für die Seite Entwicklung komplett ist aufbaut. das typisch, ja. Genau. Und zwar mache ich jetzt mal einen neuen User. Ich zeige Ihnen kurz noch hier beim Database die Daten. Browse Collection. Also wir haben hier ein Cluster. Genau, das sind die drei Einträge, die ich bis jetzt gemacht habe, einfach zum Testen. Ich mache jetzt noch eine. Ibrahim, New User, groß und nach sage ich hier. Das Ganze funktioniert auch nicht, wenn ich jetzt das schicken will, weil das E-Mail gibt es ja schon. Und der denkt sich dann, ja, Sie haben bereits einen Account und gibt hier einfach ein Key-Value ein, wo steht, ja, das E-Mail, das funktioniert nicht, das haben wir schon in unserer Datenbank.
Und genauso gebe ich jetzt einfach hier Ibrahim, New User ein. Send das Ganze. Dann sehen Sie hier, es wurde ein Account erstellt, also registriert. Username ist Ibrahim, New User, E-Mail ist das da. Das Passwort ist natürlich 123456. Das Problem ist jedoch, das soll ja nicht so angezeigt werden in MongoDB, weil wir wollen ja, dass es sicher ist. Deshalb wird das Ganze encrypted, was Sie bei User.js sehen. Das Ganze passiert hier mit Crypto.js. Das ist jetzt ein anderes Import, oder können Sie als Framework sehen, wo das Ganze encrypted und de-encrypten kann später, sozusagen, damit man jetzt am Ende Passwort ändern kann oder damit beim Login jetzt man weiß, ja, das ist das richtige Passwort, das die Person eingegeben hat. Weil man will ja nicht, dass man jetzt das Passwort sieht, aber man muss encrypten natürlich, damit jetzt nicht der 1, 2, 3, 4, 5, 6 steht, damit jeder, der wo aus Versehen mal jetzt reinkommt, in die Datenbank direkt jetzt alle Accounts hackt, sondern durch dieses Encrypten weiß man halt nicht, was für ein Passwort das ist. Und es kann nur decrypted werden von diesem Crypto.js. Genau. Dann guckt es, ob ich jetzt ein Admin bin. Das nicht. Dann bekommen wir noch ein ID verteilt. Und mit der ID kann man auf viele Sachen zugreifen später. Jetzt mache ich jetzt mal ein Login mit Ibrahim New User. Ja, und wollte noch zeigen, dass jetzt ein neuer Eintrag hier erscheint. Das lädt jetzt. Okay. So. Jetzt ist es 1 von 4 geworden, wie Sie hier sehen. Und zwar ist hier unten Ibrahim New User jetzt entstanden mit dem Passwort, der encrypted ist, also man sieht es nicht. Und falls man jetzt einen User-Admin geben sollte, dann kann man es nur durch diesen MongoDB-Cloud machen, was auch sicherer ist, weil man will ja auch nicht, dass man einfach jetzt beim Registrieren sagt, ja, ich bin jetzt ein Admin, sondern nur die Leute Admin gemacht werden, die es halt auch jetzt am Ende sind. Und kann hier zum Beispiel dieses False durch True ersetzen und danach updaten. Genau. Jetzt versuchen wir ein Login. Das ist auch ein Post-Method. Jetzt haben wir hier ein Username erstellt mit Username reingeschrieben und das Passwort und senden das Ganze. Und hier kommen wieder die ganzen Sachen mit, ja, das ist Ihr ID. Das hat alles funktioniert. Ibrahim New User, Ibrahim New User at gmail.com. Man ist hier kein Admin, steht hier nochmal. Das Passwort wird hier jetzt nicht angezeigt, weil ich das jetzt gelöscht habe, weil das beim Login keine Rolle spielt. Also falls zum Beispiel das Passwort jetzt nicht richtig sein sollte, kommt hier jetzt auch ein Fehler mit Wrong Credentials. Genau. Oh, was ist passiert? Oh, die Datenbank ist gecrashed. Perfekt, wir starten es nochmal neu. Das Ganze ist aber auch so, dass das MongoDB-Datenbank eine Gratis-Version ist, sodass es ziemlich schnell crasht etc. Weil es gibt auch Cluster, die gezahlt werden, die RAM haben etc., die größere Server machen sollten. Jetzt habe ich jetzt nicht so gemacht, dass ich 100 Euro im Monat zahlen will, sondern erstmal versuchen möchte, dass das Ganze hier überhaupt funktioniert. Ja, klar. Die Datenbank-Connection ist wieder successful. Gucken jetzt nochmal. Sind das Ganze, genau, jetzt funktioniert es auch wieder. Man hat hier einen Access-Token.
Was ich gemacht habe, damit, falls ein User, wie zum Beispiel das Admin, das Access Token nehmen, weil das ist ja Admin ist true. Und bei Get User ist das Problem, dass man Admin sein sollte, falls man auf irgendwas zugreifen möchte, also falls man wissen möchte, wer alles jetzt User ist und der neueste User und die User Stats, was sie bestellt haben, etc. Braucht man hier einen Token, den kann man mit Bearer zugreifen. Und das Ganze wird hier jetzt mit dem neuen gemacht. Aber das Problem ist, ich komme hier jetzt nicht weiter, weil da steht you ain't allowed to do that, was hier der Fall ist, was ich hier geschrieben habe, bei Verify Token and Admin. Das erkennt irgendwie nicht, dass ich Admin bin. Mhm. Das ist gerade so dieses Problem, wo ich gerade bin und lösen muss. Genauso kann man hier updaten Sachen mit der Put-Method. Wenn man zum Beispiel jetzt ein Passwort ändern möchte, etc., kann man das auch hier mitmachen, aber ich zeige das jetzt mal mit einem Namen. Und zwar das Ganze, das eine Konto heißt mit dem Username Ibra updated. Und wenn ich jetzt das so abschicke, dann wird es hier umgeändert in Ibra. Genauso kann ich nochmal machen in Ibrahim, dann wird hier nochmal abgeändert. Ja. Hier wird es dann auch abgeändert. Genau, hier. Ups. Genau. Ich gehe nochmal hier darauf ein. Wir haben jetzt eigentlich die Ebene schon gesehen. Das mit dem Überblick über die Produktgruppen haben wir schon angeguckt. Genauso über die Produkte einer Produktgruppe. Das heißt, zum Beispiel habe ich hier einen Autumn Sale, Winter Sale und Popular Products, die wieder auf Sachen zugreifen wie Produktliste und die zugreift auf Price, Size, Amount und Color. Genauso sind die Standardsachen immer Menu, Newsletter und Contact Information bei allen möglichen Seiten, weil das immer so das Standard ist bei vielen Fashion-Seiten, dass man das Newsletter noch da lässt mit dem Footer, also die Contact Information. Und bei den Ebene 3 Detailinformationen haben wir auch gesehen, zum Beispiel bei den Sunglasses, dass hier ein Bild drin ist, eine Description, die Preis, die Color und die Anzahl des Ganzen und die Größe. Genauso kann man dann checkouten, also das heißt in die Zahlungsmethode direkt reingehen vom Warenkorb oder die Sachen zu Favorites hinzufügen. Also das ist der aktuelle Stand bis jetzt. Wie gesagt, das mit dem Get ist halt bis jetzt fragwürdig, wieso das jetzt nicht funktioniert. Also auf jeden Fall stimmt der Code bis jetzt. Aber das ist irgendwie das mit dem MongoDB und Postman, dass es diesen Value jetzt nicht akzeptiert. Obwohl der Token eigentlich, wenn ich zum Beispiel jetzt hier etwas verändern würde, steht der Token ist not valid, also der Token stimmt auf jeden Fall. Aber ja, so, das ist der aktuellste Stand vom eShop. Okay. Besten Dank. Ibrahim, zeigen Sie nochmals die Mindmap, die Sie dort haben, auf der linken Seite. Also ich habe mir die in Ihrem Padlet schon angeguckt. Dazu mal ganz groben Feedback, hängt ein bisschen an der Nomenklatur. Sie haben in dem Logikbaum, in dieser Mindmap mehr gemacht, wie das, was ich eigentlich wollte, ist aber vor dem Hintergrund, den Sie jetzt gezeigt haben, durchaus angebracht. Weil Navigation wäre ja eine eingeschränkte Mindmap, wo es wirklich nur um die Navigation geht. Navigation, kennen Sie, braucht man zur Ordnung, bei der Seefahrt und der Steuer
richtig zu legen, also dadurch den Einfluss auf die Richtung nehmen kann. Und Sie sehen ja auf Anhieb, dass Ihre Mindmap dort mehr zeigt, weil Sie dort alles drin haben, was Ja. zu dem Logikbaum durchaus auch gehören kann, was aber nicht notwendigerweise Navigationsstrukturelement ist. Dazu gehört zum Beispiel das Top-Level-Element Logo. Ne? Also mit einem Logo kann man manchmal navigieren, üblicherweise der Rücksprung auf die Top-Level-Page, aber Logo ist so typischerweise kein Navigationselement. Und insofern meine ich, Sie haben dort natürlich jetzt mehr wie das, was bei der Navigationsstruktur gebraucht wird. Und weil aber die Navigationsstruktur dort auch drin erkennbar ist, würde ich sagen, das ist durchaus akzeptabel. Lassen Sie das so. Sie haben es gerade bei den Produktgruppen gesehen, wir haben es bei den Artikeln gesehen, also ob das Bekleidungsstücke waren oder die Sunglasses, dort wird hin navigiert, die sind Bestandteil der Navigationsstruktur. Aber für Ihren Fall passt das. Jetzt nehmen wir mal als Kontrast einen anderen E-Shop her, wo man vielleicht gar nicht bis auf die Ebene, egal ob JavaScript-Code oder HTML-Code oder CSS-Code runtersteigen möchte, also einen fertigen E-Shop, dann würde man sagen, na gut, für diese Fälle würde man pure, nackte Navigationsstruktur als genügend oder als genau der Punkt, der gefragt war, ansehen. Sie haben ja vom Ansatz her einen anderen Weg, also bis runter auf das letzte Detail eine Weblösung programmiert. Deswegen passt das ganz gut. Also wir haben noch eine andere Gruppe, die hat auf WordPress-Ebene etwas gemacht. Dort ist es ähnlich, aber auch nicht ganz identisch zu Ihrem Ansatz, aber geht ein bisschen in diese Richtung. Das wäre die Anmerkung 1. Jetzt haben Sie ja schon eine ganze Menge Zeit investiert. Würde deswegen auch mit den hier Anwesenden mal die Frage ansprechen. Was sagen Sie Stand heute von diesem Ansatz, vielleicht ein bisschen weiter die Frage gestellt, wann sehen Sie denn einen zwingenden Grund für diesen Ansatz? Also ich kontrastiere mal. Webshop, der vorgefertigt ist, wo man weniger detailreich konfigurieren kann, auf sich, auf seine Bedürfnisse abstellen kann, bis hin zu einem Ansatz, das wäre jetzt Ihre, wo praktisch das kleinste Detail auf Programmiersprachebene reguliert werden kann. Überlegen Sie mal kurz, ich habe hier Mario, der hat eine spontane Idee. Ja? Dann von vorne sehr spezielles wahrscheinlich machen, also irgendwie neuartiges oder was vielleicht noch nicht so oft gesehen worden ist. Ja. Das ist auch der Riesenaufwand, aber man hat halt auch die komplette Freiheit, wie man es machen will. Weil man jetzt natürlich auch sagen muss, ich meine, weil ich nicht viel Zeit darin schicke, wahrscheinlich sehr viel, sowas hätte man in WordPress oder Wix wahrscheinlich in einer Stunde gehabt. Vollständig. Das ist natürlich ein bisschen gemein, dass man sieht, wie viel Arbeit wahrscheinlich dafür steckt. Ich glaube, so die Eigenproduktion, genau, und so mit 10 ist wahrscheinlich ein Vorteil, wenn man etwas sehr Individuelles und irgendwie Spezielles machen will, was anderes okay. in vorgefertigten Tools natürlich nicht drin ist, weil es wirklich halt wirklich speziell ist, um sowas anzubieten. Okay. Konnten Sie das mit hören, Ibrahim? Ja. Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Mario sagte, also er sieht das als notwendig oder sehr sinnvoll an, in dem Moment, wo es um was sehr Individuelles, sehr Spezielles geht, das man so noch nicht gesehen hat bei anderen Shops, wo man ja. sich fragt, wie könnte man das denn hinkriegen und dann sozusagen die Konsequenz zieht und sagt, naja, ich habe da eine Idee.
und macht das eben genauso, wie wir uns das vorstellen. Er hat noch ein bisschen, hat er nicht so gemeint, sarkastisch am Rande erwähnt, denn wenn man es mit einem fertigen Shop macht, nein, ich deswegen wiederhole ich es, weil es mir zum Kontrastieren genau das richtige Argument ist. Mit einem fertigen Shop kann ich mir den ganzen Programmieraufwand ersparen, kann dann möglicherweise das natürlich nicht so individuell machen, wie ich es brauche, aber ich habe einen erheblich geringeren Zeitaufwand. Ne? Also, weil hier, man hat es ja gesehen, man kann es ungefähr erahnen, die Lines of Code, die wachsen und wuchern, das geht ja nur über die Zeit. Und wenn ich Ihnen die Größe aus der Praxis sage, dann wird das, was dort Mario erzählt hat, noch dramatischer deutlich. Was glauben Sie denn, schafft denn ein Programmierer an Lines of Code pro Tag? Bitte? 120 Zeilen. Ja, Ihre Richtung ist eher die richtige. Das ist also erstaunlich. Es gibt da zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen und die laufen praktisch alle darauf aus, dass mit zunehmender Dauer der Programmierung diese Lines of Code pro Tag dramatisch nach unten gehen. Was man am Anfang gar nicht glaubt, weil man setzt sich in der Früh um 8, wenn man anfängt, hin und macht dann 8 Stunden am Tag, da schaffe ich doch leicht 1000 Lines of Code. Man übersieht, wenn man die Erfahrung nicht hat, dass mit zunehmender Dauer dieses Machens die Nebentätigkeit immer massiver werden und deswegen liegt der typische Account oder Count pro Tag sogar weit unter 100. Das sind Gespräche, das sind Bugfixing, das sind neuere planerische Dinge, das Management will was, der und jener will etwas, sodass das am Tag relativ wenige Lines of Code sind, sodass man mit dem Argument, naja, ich verzichte auf eine gewisse Individualität und halte damit mich von dem Programmieren fern, einen Aspekt sein kann. Ich spreche es deswegen auch an, Ibrahim, weil ich habe ja am Anfang mal erwähnt, also das Kriterium soll ja am Ende nicht ein wunderschöner, fertiger Shop sein, vor allem weil durch die nicht mögliche Nutzung, sage ich mal, von dem, was ich dort vorhatte, damit die Kriterien ein bisschen aufgeweicht sind, je nachdem, für was Sie sich dort entschieden haben. Und möchte deswegen darauf hinweisen, dass man bei der Bewertung, bei dem Einschätzen seines Shops, Stichwort Nutzwertanalyse, dass darin im Wesentlichen Verkaufen in Gänsefüßchen verkaufen würde, was ehemals der fertig vollumfängliche, komplette E-Shop, Frontend, Backend gewesen wären. Das heißt also, ich würde sagen, ganz konkret jetzt in Ihrem Fall wird nicht erwartet, dass der E-Shop in allen Punkten vollumfänglich funktioniert. Das ist nicht das Kriterium. Ich fand den Ansatz also jetzt, nachdem ich es ja gesehen habe, wirklich sehr reizvoll. Jetzt würde meine Empfehlung sein, über die Feiertage hinweg, es kommen ja ein paar Donnerstagslücken, mal dieses Papier, Würdigung, so kurz bezeichnet, anzudenken, um Ihre Motivation, Ihre Gründe dafür, also Ihre Nutzwertanalyse dafür entsprechend zu modellieren und sozusagen zu verargumentieren, die diesen Ansatz unique macht. Also da kann man sich jetzt eine Alternative rausgreifen, wo man genau weiß oder entdeckt, na, dort wäre dieser oder jener Punkt so nicht machbar und das wäre dann natürlich
genau das Argument für den eigenen Nutzwert dieses Aspekts, den man in seiner Nutzwertanalyse dann entsprechend bewertet, um dann am Ende zu sehen, ich mach's mal konkret, dieser Ansatz ist über den Möglichkeiten eines Magento E-Shops oder eines Oxid E-Shops oder eines Shopify-Ansatzes einfach höher einzuwerten, weil das in unserer Zielperspektive, in unserem Vorhaben eine entsprechende Bedeutung hatte. Ja, bei so einem, also wenn man mit einem Framework programmiert etc., dann ist es ja auch immer der Fall, dass man was Individuelles will. Also zum Beispiel Mercedes-Benz wird jetzt nicht kommen und sagen, ja, ich mache jetzt einen Account über Shopify oder über Oxid ist so entstanden. Mercedes hat sich Oxid entwickeln lassen und die Firma Oxid gibt es aufgrund dieser Tatsache, dass Daimler-Benz bei Oxid von der Oxid-Mannschaft das entwickeln hat lassen und das, was es heute dort gibt, eigentlich auf Daimler zugeschnitten war. Ne? Das ist der Daimler-Shop, richtig. Das Ding ist, ich habe mich jetzt auch für Praxissemester bei Daimler beworben und habe jetzt in nächste Woche ein Vorstellungsgespräch. Aber ich hatte jetzt schon mal ein Telefongespräch und das Ding ist, da wird jetzt eine Web-Applikation erstellt, was ein Unternehmen eigentlich machen sollte, aber sie haben es nicht geschafft, das zu machen. Also dadurch, dass man jetzt nicht so individuell ist wie bei den Programmiersprachen, wo man selber machen kann, hat es jetzt nicht geklappt. Vor allem, da kommen halt mehrere Sachen hinzu, wie zum Beispiel Configuration von einem Auto etc. Das kann man alles eigentlich nur mit einem Framework machen, also mit einer Programmiersprache und nicht mit einer vorgefertigten Seite, wo man sagt, ja, ich habe diese Produkte, ich will die jetzt reinmachen und das und das, aber das ist eher, also wenn man so etwas programmieren will, dann kommt es echt nur drauf an, was man haben will am Ende, weil ein Konfigurator, also dass man jetzt ein Auto designt etc. designen lässt, das funktioniert nur über eine Programmiersprache, die man dann selber aufbaut mit Hunderten von Mitarbeitern, anstatt man jetzt hingeht und eine vorgefertigte Seite benutzt, weil die ist ja nur dazu da, dass man die Produkte reinstellt, die Bilder reinstellt, die man hat und dass das einfach das macht, was voreingestellt ist. Aber Unternehmen wollen ja was ganz Großes. Ja, das kommt darauf an, würde ich sagen. Trifft ja nicht für alle zu. Das sehen wir ja auch. Es gibt mit Sicherheit solche Kunden, bezeichne ich die mal, die diese Vorstellung haben, die sich das leisten können, die das so machen müssen. Aber genau in die Richtung würde man ein bisschen in diesem Würdigungspapier argumentieren. Und da sehen Sie jetzt auch, dass es gibt unterschiedliche Gründe, die eine Architektur eben befürworten, befeuern, bevorzugen lassen, respektive eine andere ablehnen lassen, hängt letztendlich mit Sicherheit von der finanziellen Leistungsfähigkeit ab, bis hin zum konkreten Bedarf. Ne? Also, weil Sie gerade Daimler angesprochen haben, die stellen Autos her, das wissen wir alle. Aber selbst wenn es von einem Autotyp, gibt es ja nicht eine Konfiguration und eine Konfiguration eines Autos hängen natürlich die einzelnen ausgelieferten Softwareteile davon mit ab, die zusammen konfiguriert und eingebaut vorher bezogen werden müssen, von wem auch immer die gemacht worden sind. Und das kann ich nicht aus dem Standard-Shop importieren und in mein hochgradig individuell konfigurierbares Auto einbieten, also insofern durchaus auch nachvollziehbar. Also das, was wir jetzt diskutiert haben, das ist so ein bisschen genau die Argumentation, die man in seinem
Papier in seiner Nutzwertanalyse verargumentieren würde. Jetzt würde ich empfehlen, auch über diesen Aufwand, den wir schon mal angesprochen haben, heute darüber nachzudenken. Ich glaube, dort müssten auch ein paar Schlussfolgerungen daraus gezogen werden, die aber auch in der Bereich der Planung liegen könnten. Denn ich spreche mal hier direkt nochmals Herrn Graf an. So wie Sie das verargumentiert haben, ist das nachvollziehbar. Deswegen wären in der Konsequenz, wann würde man das denn als Kriterium besonders würdigen, dass man sich darauf einlässt? Ja, genau. Da muss noch, sage ich mal, eine Triebfeder vorhanden sein, die mich dort... Ja. Okay. Ich möchte Sie noch ein bisschen provozieren. Also, Mario hat gerade gesagt, die Entwicklung des technischen Verständnisses kann natürlich Motivation sein. Ich sage, ich will ihn gerade noch ein bisschen provozieren, weil er für mich so eine Art Kontrastfall ist. Sie waren ja in Ihrer Gruppe nicht ganz so radikal, sondern haben aber in die Richtung eher schon gedacht. Und wenn man jetzt dieses Argument, meine technische Kompetenzsteigerung, mal auf Firmenebene, bleiben wir ruhig bei dem Bild Start-up, ruhen lassen will, dann wäre diese technische Kompetenzerweiterung, durch was müsste das noch wahrscheinlich gestützt werden? Mitarbeiter. Durch Mitarbeiter, ja, aus welchem Grund? Weil, also Kompetenz, ja, wenn wir jetzt uns nehmen würden, halt fehlen würde. Wenn wir jetzt unseren Shop nehmen würden, wir denken, die BWLer, wir wissen den Shop und so weiter. Okay, ja. Dann müssen sie sich halt einkaufen oder Mitarbeiter. Aber es ist halt natürlich auch immer die Frage. Also ich würde sagen, wenn wir Startup-Perspektiven sehen, also unser Startup ist ja mehr der Fokus sozusagen, Sachen zu verkaufen. Also unser Ziel ja, ist, okay. Sachen zu verkaufen. Und da liegen wir zum Beispiel auch die Startup, wo wir Unternehmen sehen, bei denen auch die Idee sein, den Shop zu bauen, aber auch gleichzeitig auch den Shop-Anbieter zu werden. Okay. Shop-Designer auch danach zu machen. Das kann auch dementsprechend Priorität sein. Richtig. Halt ganz da hat man sogar jetzt in diesem Semester auch schon einen Fall gesehen. Da drüben saß er. Was hat der gezeigt? Ja, genau, richtig. Also ich habe sehr stark den Verdacht, dass dieses System Wix genau aus dieser Motivation heraus entstanden ist. Ne? Dass jemand gesagt hat, genau. Genau, richtig. Das heißt, wir leisten den Aufwand, aber wir verkaufen das dann auch an andere, für die das besser passt wie eben andere Jobs. Den Eindruck hatte ich sehr stark. Wir haben das festgestellt, als wir ein bisschen recherchiert haben, wer verbirgt sich eigentlich hinter Wix, dann die drei Israelis dort aufgetaucht sind, die auch vorhatten, eine Website zu erstellen, festgestellt haben, das macht höllisch viel Arbeit, das dann aber letztendlich machten und sich jetzt als Shop-Verkäufer versuchen, den Markt aufzubereiten, dass der Aufwand, den sie dort reingesteckt haben, sich über Shop-Nutzungen, Shop-Verkäufe, also wo jemand diesen Ansatz nutzt, amortisiert. Richtig. Also, genau. Also insofern bin ich gespannt. Ich würde Ihnen, wie gesagt, ist aber eine Empfehlung jetzt aus der Ferne und mit dem, was Sie mir gezeigt haben, am Ende rechtzeitig dieses, haben wir ja auf 4 Seiten eingegrenzte Papier angehen, weil die Tatsache, dass am Ende für die Bewertung nicht der vollumfängliche Shop
bewertet werden kann, sondern praktisch, wie sie den verkaufen, wie sie das verargumentieren. Wenn das natürlich schick belegt ist, stört das nicht. Aber das allein sollte nicht das finale Ergebnis sein, sondern das eingebunden, weil sie ja nahe dran sind an den Auftraggebern. Es sind ja schlicht und einfach die eigenen Schwestern und deren Erwartungshaltung, und deswegen müsste sich dort sehr gut eine Nutzwertanalyse zusammenstellen lassen, getriggert durch die GS-Twins, weil das genau der Sinn und Zweck ist. Also Nutzwertanalyse wird manchmal so verstanden, dass das was 100% Neutrales ist, wo also die pure Wahrheit vom Nutzwert dargestellt wird. Das stimmt natürlich mitnichten. Gerade in einem betriebswirtschaftlichen Umfeld nicht, weil dort ist das Maß der Dinge ja der Kunde. Ich bezeichne jetzt mal in Ihrem Fall die GS-Twins als Kunden, ja. Wie das aussehen sollte, wie das funktionieren sollte. Und genau das würde man sich in dieser Nutzwertmethode, in dieser Analyse, würde man das drin wiederfinden. Also, um es nochmal zu sagen, es kommt nicht auf diese absolute Wahrheit an, die es nicht gibt, weil sie immer Zielmarkt, Zielkundenspezifisch ist, sondern es geht dort einfach um dieses Verfahren, wie man so etwas gestaltet, macht, durchführt, also kurze Excel-Analyse mit möglicherweise unterschiedlichen Bewertungsverfahren, Noten oder Punktelisten, und das dann untermauert, aber auch durch natürlich Aussagen, die sich etwas plastischer darstellen lassen, möglicherweise durch entsprechende Belege aus dem Shop, sei es aus dem Backend, sei es aus dem Frontend. Das ist so das Ziel. Für Sie nachvollziehbar? Ja. Die Anwesenden nicken auch. Okay, besten Dank. Also, dann haben wir das an dieser Stelle. Ich teile mal meinen Bildschirm nochmals. Will dorthin zum Padlet. Also, das habe ich Ihnen in der Zwischenzeit auch schon bestätigt. Ihre Übungen im Padlet, die sind durchaus mustergültig. Also haben wir das angeguckt, das haben Sie sehr gut gemacht, passt sehr gut. Aus dem kann man dann natürlich auch für diese Würdigung, für die Nutzwertanalyse Sachen rausverwenden, gar keine Frage. Ich will an der Stelle nochmals darauf hinweisen. Ich habe versucht, in der Zusammenführung von dem, was wir jetzt gemacht haben, ein bisschen eine Motivation für die Aussage, Architektur ist Zielmarkt, zielkundenspezifisch getriggert durch ein Video Bottrop von unten zu motivieren, weil darin kann man sehen, es gibt auch eine Nutzwertanalyse, kann es neutral nicht geben, weil man dort ein paar typische Kunden sieht. Umfeld ist Bottrop, eine Stadt im Ruhrgebiet, die ich in meiner Jugend, Kindheit mal kennenlernen konnte, die dann den typischen Verlauf vieler deutschen Städte erlebt haben. Die Zentren sind fast gestorben, weil kein Mensch mehr ins Kaufhaus geht. Also nicht in dem Stil, wie es ursprünglich mal in einer Hochphase üblich war. Leerstände ohne Ende. Und es werden auch verschiedene Bottropper Unternehmen vorgestellt, die spezifische Probleme haben und wo es, glaube ich, auch ganz gut klar wird, dass es für die nicht einen Einheitsbrei geben kann, der alle genesen lässt, sondern dass das immer Zielmarkt, zielkundenspezifisch gedacht werden muss.
Okay, also so viel dazu. Live-Preview haben wir jetzt gesehen, war in dem besten Sinne des Wortes ein Live-Preview. Der Name sagt ja Vorschau, ne, ist nicht das fertige Endergebnis, sondern das wird noch kommen. So wie es jetzt aussieht, gab es weitere Previews mal nicht. Wir haben aber am kommenden Donnerstag ja Feiertag, dort sehen wir uns nicht, sodass eigentlich noch übrig bleibt der 12., das ist der 2.6., wo wir dann praktisch die letzte Möglichkeit anderer Previews haben. Drei haben wir schon gesehen. Könnte von der Anzahl, wenn man das nicht als Einzelmaßnahme, sondern als Gruppenmaßnahme interpretiert, habe ich aber jetzt nicht im Kopf die Gruppenkonfigurationen als 3x3 wären ja schon 9 Teilnehmer. Aber sei mal dahingestellt, wäre die letzte Chance, weil dann kommt ja noch der 13. Pfingstwoche, in der der Donnerstag nicht stattfindet und von Leichnam darauf folgend nochmals eine nicht stattfindende Woche. Und dann sind wir schon am 23.06. Das ist die letzte Abgabemöglichkeit. Mit anderen Worten, wer dort Live-Preview nicht wahrgenommen hat, der ist dann gleich mit der Präsentation zum Gange. Dort kommen wir dann durch alles durch. Ja, ich habe mal, weil ich es hier gerade sehe, schon darauf hingewiesen, an Fehwald bitte denken. Sie kennen das, die Fakultät hat, habe ich jetzt die letzten Tage erfahren, dass auf alle Veranstaltungen ausgedehnt, also vielleicht für Sie nichts Neues. Für mich war das jetzt neu, weil in meiner, sagt das mal, aktiven Zeit gab es Fehwahl noch gar nicht, sondern war es immer eine papiergestützte Sache. Kaum war ich weg, dann ist das also digital angeboten worden und ist dann von den Veranstaltungen her, den Freien, wo ich mich jetzt dazu rechnen muss, immer. Also ich habe das schon erlebt, erfahren, aber es gab dort eine Art Plan, wer was wann dort gemacht hat und das ist, glaube ich, in der Zwischenzeit generelles Verfahren für alle WPV-Veranstaltungen der Punkt, sodass ich es erwähnt habe, Sie sollten das nicht aus dem Auge verlieren. Die Zeit ist nochmals eingekürzt worden, 13.06. bis 30.06. Erwartet die Frau Protzkora, die das administriert macht. Und dann wird es noch einen Gesprächszeitpunkt geben in der Woche, Prüfwoche 1 bis 3. Dort ist allerdings die Fakultät, muss gestehen, stand Anfang dieser Woche noch immer dabei, den zu fixieren. Ich habe den noch nicht. Sobald ich den habe, wird der hier natürlich drin stehen, sodass wir die praktischen Shop-Präsentationen am 2. Nicht am 2.6. Das stimmt jetzt nicht. Das ist noch Preview. Wir haben das Abgabe. Also 23.06. vor uns haben, sind zu viele Lücken drin, also Feiertage als markanten Termin und dann wird es noch einen Gesprächstermin geben in der Prüfungswoche 1 bis 3. Ob das remote ist oder hier im Haus, wird man dann sehen. Möglicherweise gibt es eine Äußerung der Fakultät dazu ja auch noch. Gibt es soweit noch Fragen Ihrerseits, Ibrahim?
Ja, Ja? nur eins, und zwar bei der Abgabe von den vier Seiten. Ja. Was erwarten Sie noch jetzt anstatt die Erwartung vom Kunden und die Vorstellung vom Kunden? Dass man jetzt, weil ich kann ja jetzt das, was ich gecodet habe, nicht zusammenfassen in diese vier Seiten, sondern kann ja nur das Äußerliche vorstellen. Oder wollen Sie auch das mit dem Code drin haben? Nein, nein, also es wird nicht erwartet, dass jetzt der Code kommentiert wird. Das war ja, ich bin mir nicht sicher, ob Sie bei mir Java-Programmierung 2 gemacht haben. Das war beim Programmieren 2 war das ein Thema. Ja? Das ist aber hier kein Thema. Mario hat spontan sich gerührt. Bei der Würdigung die Erfahrung zu argumentieren, warum du das entschieden hast, für das du entschieden hast. War das hörbar? Nee. Können Sie es wiederholen? Also, ja, wir schauen mal. Also, Mario sagte, trifft den Kern, es geht bei der Würdigung darum, zu begründen und das durch ein bisschen formalisiert, durch eine Nutzwertanalyse zu begründen, zu belegen, warum Sie sich für das entschieden haben, wofür Sie sich entschieden haben. Ja? Ich guck mal da rein, das können wir, ich teile nochmals meinen Bildschirm, dass Sie sehen ihn, ich glaube, er ist schon geteilt. Das war jetzt nichts Richtige. Müsste eigentlich schon. Eins der obersten Dokumente sein. Also, da kommt der Begriff her, Würdigung, wird landläufig so bezeichnet wie nicht spezifisch formal der Begriff, aber eigentlich wäre das für Sie das richtige Setup, möglicherweise der Begriff Managementvorlage, Bewertung von Ihrem E-Shop kontrastiert an einem beliebigen anderen. Also möglicherweise gibt es ja etwas, was Sie sich mal angeguckt haben und wo Sie zum Schluss kamen, naja, könnte zwar funktionieren, ist aber nicht so individuell gestaltbar wie das, was Sie jetzt machen. Also diese Würdigung als Managementvorlage, wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie sind möglicherweise ein Start-up, das vor einem Investoren-Pitch das begründen muss. Ja? Also Sie kennen möglicherweise eine Sendung, wie heißt denn die im Fernsehen, irgendwas, Höhle des Löwen. Das kann sich der Macher ja nicht hinstellen und sagen, naja, das hat mir halt gefallen. Dann sagen die Investoren, super, Servus, da wird nichts draus. Sie brauchen was, was als solchen Investoren, den Managern, den Stakeholdern, wie Sie das jetzt explizieren, ist praktisch egal. Deswegen hier, Management sind ja in der Regel Leute, die etwas entscheiden. Ja? Und wo Sie dann eine Bewertung von E-Shops, diese Würdigung abliefern. Und weiter unten ist dann erwähnt, was dort erwartet wird. Na, das ist jetzt ein bisschen zu klein. Würdigung, siehe, und dann da unten muss nochmals Würdigung auftauchen. Ja, hier haben wir es, ne?
erwartet wird für Ihre Alternative eine funktionierende E-Shop-Darstellung ist klar, das habe ich aber jetzt eingegrenzt, die muss nicht komplett fertig, vollständig sein, sondern muss demonstrabel sein. Das haben Sie jetzt heute schon ein Stück weit in der Vorschau geleistet, sodass man dann bei der letzten Präsentation dort ein paar Dinge, wo Sie jetzt sagten, na, die sind noch offen, man tatsächlich zeigen könnte. Die müssen aber noch, das muss nicht vollständig implementiert sein. Deswegen würde ich die Empfehlung aussprechen, wenn Sie das für sich, ich bezeichne Sie jetzt mal als Firma, natürlich fertig machen wollen, würde man diese Geschichte, das was erwartet wird, vielleicht für die Abgabe dazwischen schieben. Denn es geht um die Funktionalität ein weiteres Stück, so dass man das zeigen kann, was eben Investoren in einem Pitch auch gezeigt bekommen würden, ohne dass das den Anspruch erhebt, dass sie schon vorstellbar, schon vollständig, so will ich sagen. Ne? Die visuelle Ästhetik ist eher sekundär dergestalt, weil man klar, wenn man jetzt noch keine optimalen Bilder hat, die zwar fürs Zeigen bräuchte, damit das nicht nur Platzhalter sind, aber es müssen nicht die ultimativen fertigen Bilder sein, also insofern visuelle Ästhetik sekundär. Es kommt auf die Funktionalität an. Die macht üblicherweise ein bisschen mehr Arbeit, wie das dann visuell ästhetisch zu perfektionieren. Würdigung, es soll eine wissenschaftlich fundierte Würdigung der E-Shop-Funktionalität geboten werden, die mit einer Nutzwertanalyse als Operationalisierungsmittel untermauert wird. Und diese Nutzwertanalyse, die ist ja Zielkunden- oder Zielmarktspezifisch, weil das geprägt durch die eigenen Vorstellungen ist. Also insofern soll das operationalisiert sein und es soll eben in den Kontext reinpassen, sodass die Aspekte, die dort letztendlich individuell implementiert sind, auch entsprechend in der Nutzwertanalyse einen richtigen Stellenwert haben. Das Ganze soll nicht jetzt, weil dort oben steht, wissenschaftlich fundierte Würdigung, gleich eine Thesis oder Diplomarbeit oder Masterarbeit sein, sondern die Herausforderung besteht in einem maximal vierseitigen Word-Paper-Abgabe. Ne? Der Nutzwert für Sie wiederum ist, wenn Sie das weiter nutzen wollen, hätten Sie etwas in der Hand, das ist vielleicht die Leitmotivation, wo Sie sagen, naja, wenn mich jemand, ein potenzieller Investor, fragt, was ist denn das, was macht ihr denn da eigentlich, dann drücke ich ihm das in die Hand, weil das da drin genau erläutert ist oder so knapp erläutert ist, wie man das halt auf maximal 4, 4,5 Seiten tun kann. Verstehen Sie? Also ja. Diesem Anspruch sollte das gerecht werden. Daran denken, wissenschaftliche Hypothesen, die sollten natürlich immer überprüft sein. Ich erwähne es deswegen, weil das bei zahlreichen Thesisarbeiten so eine fetten Fettnäpfchen war. Ich schätze das so ein, aber das ist natürlich eine Hypothese, die sich schlecht verkaufen lässt. Da bräuchte man etwas, was neutraler, objektiver eben halt überprüfbar in gewisser Weise ist. Weil das, was nicht überprüfbar ist, das ist, gilt nicht als Fakt. So funktioniert halt eben leider Wissenschaft. Na, und wir haben gesagt, ab dem 14.04. war diese Diskussion, war die möglich, haben das in der Zwischenzeit also vielfach an verschiedenen Beispielen gesehen, so in die Richtung geht's. Aber auch dieses Papier müssen Sie nicht kalt abgeben. Das heißt, auch das kann man in einem Preview mal besprechen. Das wäre also durchaus eine Sache. Wir haben ja noch eine Preview-Möglichkeit, wo man sagt, man kann mal über die Struktur, über den Aufbau sprechen.
ich rechne jetzt also nicht unbedingt damit, dass bei dem letzten Preview-Team dann noch, weil so viele Optionen haben wir gar nicht, andere Shops auftauchen, kann man sich mal über dieses, das was erwartet wird, was dort drin steht, inklusive Nutzwertanalyse, nochmals durchaus unterhalten. Und Nutzwertanalyse, wenn man das aus keiner anderen Veranstaltung kennt, kann man sich das mal Nutzwertanalyse, irgendwo muss das hier stehen, aus den beiden Dokumenten rausziehen. Hier gibt es eine Nutzwertanalyse Kurzeinführung, ein paar PowerPoint-Folien und eine beispielhafte Berechnung einer Nutzwertanalyse, die man anpassen kann. Oder aber, wenn man das von einer anderen Veranstaltung schon mal live erlebt hat, kann man natürlich auch das dort Verwendete entsprechend nutzen. Okay, Sie hören den Piepser hier. Ich habe ihn soeben gestoppt. Okay. Herr Illig, ja, bitte. Können Sie, nach 2 Wochen ist ja die letzte Preview. Ja. Können genau. Sie da die Gruppe von Melissa eintragen? Sie hat mir gerade geschrieben, ob ich das Ihnen sagen könnte. Wo haben wir es? Das wäre, geht, worum geht es? Es geht um... Dann machen wir das mal. Aber mit wer? Genau. Oh, richtig geschrieben, ja? Ja. Okay, dann haben wir das am 2.6. drin. Okay. Ja. Vielen Dank. Prima. Gerne. Dann reagieren wir mal auf den Piepston. Machen kurz Pause, bevor wir uns dann nach der Pause nochmals der Frage zuwenden, ob es noch weitere Aspekte gibt, die wir klären müssen. Okay, aber zunächst mal Pause. Da ist vom letzten Mal noch die Uhrzeit eingetragen. In der PowerPoint-Folie.